Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, die Firma Eufy, da habe ich schon einiges getestet, aber hauptsächlich nur Roboterstaubsauger oder halt Überwachungssachen. Aber ich habe jetzt noch so einen kleinen Handstaubsauger geholt, und zwar den H20. Ja, der HomeVac. Ich will ihn eher für zu Hause verwenden, aber er wird hier speziell angepriesen für die Autoreinigung bzw. fürs Auto, dass man da immer schnell ein bisschen absaugen kann. Und den werden wir uns heute zusammen anschauen und natürlich auch gleich testen. So, hier haben wir die Verpackung, den Eufy Clean HomeVac H20. Clean your car anytime, das ist immer sehr gut. Für mich wird es nicht das Auto werden, sondern eher nur für zu Hause, für so kleine Sachen, speziell jetzt in der Küche, Brotschneidmaschine oder wenn halt ein bisschen was mal am Boden fällt, dass man nicht gleich immer den großen Staubsauger rausholen muss, sondern auch mal so einen kleinen hat. Und als Alternative, falls der Roboter-Staubsauger heute schon gefahren ist und trotzdem ein bisschen was angekrümelt wird. Ja, was haben wir hier? 40 AW, also das ist die Saugleistung, 30 Minuten schaffen wir hier, und super fast Car Charger, also da ist ein extra Ladegerät dabei. Und hier sind sogar noch extra ein paar Düsen dabei, dass man halt zum Beispiel so Matten aufsaugen kann, dann spezielle Aufsätze. Und was haben wir hier noch? Ja, hier sehen wir es nochmal. Hier wäre der Unterschied vom Gewicht, also nur 654 Gramm. Und sogar eine eigene Tasche dabei und sogar noch LED-beleuchtet. Die Rückseite sehen wir jetzt auch nochmal. Ja, für die kleinen Missgeschicke im Auto. Ja, kann natürlich auch zu Hause sein, wo es bei mir zur Anwendung kommt. Blitzschnelles Aufladen, Verlängerungsschlauch, ja, richtig gute Sachen dabei. Hier sehen wir nochmal, was alles drin ist. Ja, der Hauptteil, also der Main Body steht hier. Dann eine Bürste, dann halt dieses Verlängerungsrohr, das Zigarettenanzünder, Ladegerät, dann diese Tasche dazu und ein USB-C Charging Kabel. Hier haben wir mal diese wunderschöne Tasche. Das ist einmal sehr gut, weil da kriegt man auch wirklich den ganzen Staubsauger rein und perfekt eigentlich, wenn jetzt wirklich fürs Auto genutzt wird, unterm Sitz oder so, dass man den lagert und schnell saugen kann. Dann hier hätten wir gleich einmal den ersten Aufsatz. Das wäre gar nicht so schlecht, vor allem für die, wie es auch beschrieben wird oder gezeigt wird, für die ganzen Lufteinlässe, weil die sind eh meistens sehr staubig. Was haben wir hier noch? Ja, Betriebsanleitung. Ich glaube, es ist wieder fast selbsterklärend, das Ganze. Hier wäre das wichtige Tool Anker Eufy, die können zusammen. Hier sehen wir es noch einmal. Zwei Anschlüsse, das heißt, ich kann meinen Staubsauger laden. Zusätzlich noch ein anderes Device, zum Beispiel jetzt ein Smartphone. Hier wäre dann das USB-C-Kabel zum Laden von dem Staubsauger selber. Und Haupttool, aber hier schauen wir noch mal rein, und zwar das ist jetzt das Verlängerungsrohr. Das ist vielleicht interessant. Eigentlich ziemlich flexibel, das heißt, ich komme hier circa, was wird das sein, ein halber Meter, das heißt, ich könnte hier wirklich schön unter dem Sitz dann saugen. Richtig gut gemacht. Und vor allem, es geht wieder zur ursprünglichen Ausgangsposition zurück. So, aber wir beschäftigen uns das Wichtigste mit dem Staubsauger selber. Dann holen wir hier mal raus. Und hier haben wir ihn jetzt schon. Hier ist einmal gleich so eine kleine Schutzkappe drauf. Und das wäre jetzt der Staubsauger selber. Eufy, hier sehen wir schon. Hier werden noch ein paar wichtige Informationen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie laut ist er und wie effizient ist er? Hier ist die USB-C. Ladebuchse noch. Bevor man einschalten, werden wir einmal öffnen. Hier sehen wir schon, hier ist der Punkt, und wenn wir zum Öffnen sind, müssen wir leicht rüber drehen. Das heißt, hier ist der ganze Motor drin, das ist die Motoreinheit, und da haben wir jetzt zum Beispiel den Filter. Den wird man sicher auch irgendwie reinigen können, und da wäre die ganze Schmutzabteilung, das heißt, hier wird der Schmutz gesammelt. Gehen wir es wieder hinein, und ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach gleich einmal aus. Schalten wir mal ein, den Staubsauger. Wie wir hier schon sehen, LED-Beleuchtung. Dann noch einmal, das wäre jetzt zum Beispiel die maximale Stufe und die Eco-Stufe. Ich habe ein paar so Schnipseln vorbereitet. Schauen wir mal, wie brav er einsaugt. Und ui, da geht es schon richtig ab. Noch ein paar Schnipseln. Und zack, 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 zack. Einschalten. Turbo-Modus. Und los geht's. Und wie ihr seht, also gar nicht ziemlich stark fast, ja. Also ein richtig starker Staubsauger, hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so ein Hochleistungsstaubsauger ist. Richtig stark, und er liegt auch gut in der Hand, und ich glaube, vielleicht findet er bei mir doch eine Anwendung im Auto. Hier haben wir jetzt noch einmal den Eufy
Homework H20. Gehen wir nochmal die Schutzhülle drauf. Also richtig cooles Teil und vor allem richtig handlich. Und der Schwerpunkt ist ein bisschen anders. Also ja, es reicht, vor allem wenn man ja so saugt. Und ich glaube, er wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Anklang bei mir zu Hause finden. Jetzt werden wir nochmal schauen, ob das Zubehör alles drauf passt. Was haben wir denn hier so? Ja, die kleine Bürste. Die werden wir mal schauen, ob die drauf passt oder wie sie hinaufgehört. Ja, die wird einfach nur so hinaufgeschoben und das war es eigentlich dann schon. Verlängerungsrohr kommt natürlich auch nochmal drauf. Ja, und so würde das dann ausschauen. Also ein richtig, richtig langer Staubsauger und da kann man schon gut arbeiten, weil mit einer haltet man, mit der einen führt man und das geht sich eigentlich perfekt aus. Das war jetzt das kurze Unboxing, der Test von dem Eufy Homework V20. Der ist erst voriges Jahr rausgekommen und ja, noch einmal kurz ein paar Details. Akkuleistung haben wir 30 Minuten. Ich nehme an, nur im Eco-Modus, im Boost-Modus wird das ein bisschen weniger sein. Ja, aufladen mit dem USB-C-Kabel, speziell auch mit dem Ladegerät fürs Auto, sind wir circa auf einer Stunde und die maximale Saugleistung haben wir 40 AW und 14 kPa. Ja, aber vor allem das Gewicht ist recht super, weil hier haben wir ein Gewicht von 654 Gramm und das ist wirklich wenig, also wenn man das ganze Zubehör weglässt, aber da kann man halt dann schon wirklich gut arbeiten. Und wenn man jetzt zum Beispiel den jetzt mit dieser Halterung zu Hause nur so stehen hat, reicht das auch vollkommen. Ja, was kostet jetzt der Eufy Homework H20? Unverbindliche Preisempfehlung sind wir so bei 120 Euro, aber es gibt ab und zu doch noch Angebote, da sind wir weit unter 100 Euro. Den Link natürlich für euch, wo Sie den bestellen können, für euch unten in der Videobeschreibung. Ja, alle anderen Eufy-Produkte natürlich wieder in der Infokarte und natürlich in der Videobeschreibung für euch verlinkt, was ich schon alles mal getestet habe. Und ja, jetzt habe ich so einen kleinen Zweitstaubsauger. Vorerst in der Küche sein, aber ich glaube, es kann passieren, dass auch bald im Auto ist. Ja, aber das soll es jetzt endgültig gewesen sein mit diesem Video. Ich sage auf jeden Fall wieder Danke fürs freundliche Zusehen. Über ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba.